deswegen muss ich eine 3 geben. Hat sie nicht gesagt. Oh, oh. 5. Nächste. Ich hab's ja beim besser gemacht als der Sterne. No front, Erik, no front. Yo, was geht ab? Na? Also ihr erinnert euch ja vielleicht, dass wir zusammen einen Kochkurs gemacht haben. Dann war ich mit dem Sternekoch unterwegs und jetzt kommt der dritte Teil quasi. Entscheidenderweise muss ich jetzt schauen, was ich über die Zeit gelernt habe im Rahmen dieser ganzen Pokerstars-Geschichte. Ich bin ehrlich, ich habe alles vergessen, aber zum Glück haben wir ein Kochbuch hier und Erik hat mir noch so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben. Ich habe aber auch mich gerade eben einfach spontan dazu entschieden, nicht, dass es mir mein Team nicht wert wäre, einfach dazu jetzt zum Schluss gekommen, dass wir einfach eine Menge freestylen werden. Zum Beispiel das Chili machen wir ein bisschen anders. Was? Was denn? Wie du freestylst. Ja, ich freestyle das einfach. Woo! Das ist Kim und das ist Lia. Kim ist Managerin, Lia ist auch in der dabei. Firma irgendwie. Ich würde sagen, Leute, wir fangen erstmal an. Mein Bruder hilft mir heute ein bisschen beim Kochen. Wir müssen uns nachträglich dann noch darüber abstimmen, ob er zensiert wird oder nicht. Vielleicht setzen wir einfach den Kopf von Montana Black auf ihn drauf. Julius, das wird eine arschgeile Nummer. Julius ist auch mit dabei, mein Cutter. Kannst du mal aufhören, Digga? Das ist sau dreist, Mann. Ich koche jetzt hier und du isst Lucky Charm. Die sind uralt auch. Also, wir fangen an mit den... Jetzt müsst ihr euch die Ohren zuhalten, weil ihr nicht wissen dürft, was es ist. Wir machen Zimtschnecken. Ich schwöre, ich höre nichts. Okay, ja gut. Die anderen haben sich die Ohren nicht zugehalten, Kim. Das passt also... Wir machen Zimtschnecken. Das Ding ist, wir haben keine frische Hefe gefunden, also müssen wir mit Trockenhefe arbeiten. Kriegen wir aber hin. Also, 500 Gramm Mehl. Nochmal, es ist alles ein bisschen schwierig. Wir machen erstmal die Zimtschnecken, danach gehen wir ans Chili ran und dann ans Chachuca. Beide, die geht auch. Oh Mann! Alter. Dein Essenswecker? Boah, das wird jetzt so eklig, die Butter anzufassen. Also, wir haben den Teig ready soweit. Und der sieht eigentlich echt gut aus, oder? Findest du? Der sieht halt ganz anders aus als beim letzten Mal. Deiner Lifehack. Juvi, du bist der Wasserhahn. Okay, also, der Teig muss jetzt eine Stunde gehen. Wohin? Der musste sein. Das war der letzte Monat. Das war der letzte Monat mit uns. Bei solchen Witzen kriegst du. Nein, das reicht. Okay, jetzt gehen wir weiter. Die Schnecken sind soweit vorbereitet. Jetzt gehen wir nämlich weiter und widmen uns dem Chili. Wir brauchen für das Chili eine Menge Zwiebeln, Knoblauch und. Erstmal gehen wir aber hin und machen das anders als beim letzten Mal. Ich mache Veggie-Hack da rein. Schneid du mal, Julius. Kannst du selbst reinschneiden jetzt, ne? Ja, 22 Grad. Wobei, so oft wie die Reizung kaputt ist. Den Punkt jetzt von, wenn ihr, setzt euch doch rüber in die Lounge, genießt da ein bisschen das Leben. Nimm dir die M&M's ruhig mit, Kim, komm. Kurzer Zwischenstand. Ja, wir machen gerade Shashuka. Ich habe gerade Ingwer. Nicht. Wir haben jetzt tatsächlich die Hälfte der Chilischerne nochmal drin gelassen. Chilischerne. Tobi. Ja. Mann, guck mal, wie viele Verwarnungen, wie viele, was? Chilischerne drin gelassen, wir holen gerade noch ein bisschen mehr Ingwer. Unser Teig ist auf jeden Fall gut aufgegangen. Das sieht ganz geil aus. Also, was? Der ist aufgegangen. Ich hab nur so ein Geräusch gemacht. Ja, warum? Warum machst du dich denn nicht mit mich lustig? Letzte Warnung gezeigt. Okay, ja. So, ich versuche jetzt mal, wir haben jetzt kein perfektes Rechteck, versuche jetzt mal trotzdem das Ding hier zu rollen. Kalzone einfach, deutsche Kalzone. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir da rausbekommen. Kiwi, ihr seid die Zimtschnecken. Mann, Alter. Okay, schaut mal. Es werden auf jeden Fall deutlich mehr von diesen Zimtschnecken-Dingern. Der ist ein geil Zimtschnecken. Was ist das? Die sieht gut aus. Okay, pass auf. Jetzt, eigentlich ist soweit alles fertig. Dann kommt das in den Ofen mit dem Ei. Das ist relativ easy. Ganz kurzer Zeitraffer vom letzten Mal einfach. Der erste Gang kommt. Wir haben hier eine richtig leckere Stulle mit Chili. Ja, Nachos, selbstgemachter Guacamole, selbstgemachtem Brot. Okay, ja, probiert's. Schmeckt halt wie ein Toast mit Chili, ne? Am Ende des Tages irgendwie. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du das jetzt... Na, schmeckt lecker, aber schmeckt wie ein Toast mit Chili. Aber ist es nicht geil? Sei mal ganz ehrlich jetzt. Ja, doch, also ich finde... Also, ist es nicht schlecht? Was ist denn das für eine Bewertung? Nee, nee. Gut, David, fang mal an, komm. Zwei Plus, okay, Tobi. Dann eine 1 Minus kommt. Dein Job hängt ja auch daran, Tobi. Ne? 1 mit Sternen, da gibt es nichts auszusetzen. Cool. Nein, ist auch eine, also. Ist auch eine 2 Plus. Was hätte ich besser machen können? Die Schärfe ist für mich ist also stark, weil ich bin wirklich bei Curry King, ist für mich schon Ende. Aber nee, du hast ja schon aufgegessen. Ja, also ich hatte mir unabgesprochen auch 2 Plus in meinem Kopf zurechtgelegt. Mhm. Und 2 Plus, eher liegt am Gericht und nicht an, weil das ist dann am Ende des Tages halt Chili mit Toast. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also es ist sehr lecker, aber... Ich glaube, das hast du noch nicht gesagt bis jetzt. Okay. Also diese Plusse sind...
Keine Ahnung, ich würde einfach 2 geben. Oh. Weil eins muss schon so richtig krass sein. Eins muss einen schon flashen. Es war mega lecker. Hast du schön angerichtet. Okay, ja. Gut, ich komme jetzt zum Hauptgang. Wartet mal ab, ja? Ja. Wartet mal ab, okay. Nächster Gang ist Chachuka mit Ei oben und Lauchzwiebeln drauf. Tobi? Yes. Du kennst den Hasen ja schon, ne? Oh ja. Die Konsistenz. Das ist scharf. Ja. Echt jetzt? Chachuka ist man aber scharf. Okay, warte mal. Okay, also ich denke mal, es ist zu scharf. Ah, die Eier sind geil, du Homo. Wollt ihr den erstmal entspannt aufessen? Wir werden gefilmt gerade, also. Dann machen wir die Kamera kurz aus. Ich hole mir ein bisschen Chili dazu. Ich esse auch was. Okay. Also, ich fand erstmal, dass es auch wieder sehr schön aussah. Da ich eigentlich nicht so Eier mag, war ich auch überrascht, wie das so in Kombination mit dem Tomatenzeug geschmeckt hat. Aber ich finde, das ist halt ein bisschen ähnlicher zu dem ersten Gericht. Und das erste Gericht war nicer irgendwie. Und deswegen kann ich ihr nichts. Deswegen muss ich eine 3 geben. Hat sie nicht gesagt. Oh, oh. Das ist devastating gerade, ne? Ja, also ich habe ja aufgegessen. Ich fand die Schärfe sehr gut. Aber mir hat ein bisschen so Gewürz gefehlt, so anderes Gewürz. Nicht so Schärfe, nicht so Salz, aber so, es hat sehr nach Tomaten einfach geschmeckt. Das ist aber das Gericht. Ja, Beilage. Ja, zum Beispiel, ich glaube, hätten wir zum Beispiel einen Pita dabei gehabt, dann wäre es mal ein bisschen anders gewesen. Doch, was soll denn das? Aber, also, ich fand es sehr lecker und auch mit den Spring Onions und auch mit dem Ei. Und ich würde eine 1 minus geben. Boah, krass. 5. Nächste. Nein, also, ich habe beim letzten Mal auch schon, fand ich es auch sehr lecker schon. Aber es hat, also, ist schon sehr scharf für mich jetzt. Aber schmecken tut es trotzdem sehr gut. Eins? Scharf, oder? 1 minus. Wieso? Aber nee, warte, wenn ich Schärfe vertragen würde, 1 einfach. Ja. Hängst echt an deinem Job, ne? Ich geb eine 2. Ich glaube, es war ein bisschen wässrig für mich. Ein bisschen mehr kochen, mehr Gewürz. Ja, die eigene Familie, ne? Der Grunddurchschnitt ist ja jetzt dann, wenn ich mir das jetzt in den 2 Runden errechne, müsste ungefähr bei 1 minus liegen, ne? 2 plus vielleicht. Mhm. Locker. Digga, die hat eine 3 gegeben. Also Lia f***t halt alles kaputt, aber... Okay, essen wir weiter. Oh, ja. Und danach gibt's dann noch die Zimtschnecken. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die werden, weil die können entweder übergeil sein oder richtig beschissen. Bis gleich. So, Dessertgang. Zimtschnecke mit einer Karamell-Zimtfüllung. Ich habe eine Glasur gemacht, einfach dachte ich mir. Die ist aus Zitronen und Puderzucker. Mehr ist es eigentlich nicht. Und dazu eine kleine Kaffeecreme, diesmal aus Mascarpone und Skyr. Und ein bisschen Zitrone oder Limette da drin. Probiert's, lasst euch. Let's go. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier schon da gearbeitet habe, Leute. Ne? Also. Damit holt man sie nämlich alle ab. Das schmeckt so ist halt geisteskrank mächtig und super süß, aber auch geil. Fun Fact über diese Karamellcreme, wisst ihr, was das ist? Das ist einfach Kondensmilch. Digga, dieser Mund wirklich. Und ganz ehrlich, ich finde das mit der Kaffeecreme so ein geiler Kontrast dazu, ne? Finde ich auch besser. Holt einfach nochmal wieder runter, ja, ne? Wenn man so eine süße Gabel hat. Nee, ist irgendwie. Ja, genau. Ich habe sie einfach besser gemacht als der Sterne. No front, Erik, no front. Ich finde es sehr lecker. Ich glaube, ich würde eine 2 plus geben, aber ich finde die Glasur oben ist ein bisschen zu süß für mich. Nee. Geschmackssache, finde ich. Geschmackssache. Ja. Nee, ich würde 1 einfach sagen wieder. Hey, ich bin eine 1 minus, komm. Der Teig ist besser diesmal, finde ich sogar. Ich muss sagen, ich finde es optisch nicht so schön, aber ich gebe eine 1. Digga, du gibst, egal was du machst. Warte, jetzt kommt die Kritikerin, die alles kaputt machen kann. Die sagt jetzt einfach wieder 5. Oh, oh. Ich finde das Beste von allen Sachen, war. Aber es ist sehr lecker. 1. Geil. Ja, aber ich hätte Glas, wenn ich die 1 sage. Also. Naja, nee, also gut. So all in all. Ja, all in all, was sagt ihr? Also du kannst auf jeden Fall gut kochen. Chillig. Ich bin überzeugt. Mhm. Ich würde nur die ersten 2 Gerichte hätten ein bisschen unterschiedlicher sein können. Mhm. Deswegen kriegst du, weil das letzte so geil war, eine 2 plus. Oh, damn. Auch, ja. Sehr geil. Mhm. Kim? Ich gebe auch eine 2 plus in der Gesamtnote. Und ich glaube auch, dass sich wirklich deine Kochskills ein bisschen verbessert haben. Mhm. Ja. Ich gebe meinem Chef, den ich liebe, der beste Chef. Ein 1. Nein, ich würde glaube ich auch all in all, weil ich so, also das, was Kim gesagt hat, auch glaube ich eine 2 plus. Das kommt aber nicht hin, weil du hast 2 mal eine 1 gegeben. Jetzt gibt es eine 2 plus. 2. Ja, 1 minus finde ich krass, dass du das alles alleine gemacht hast. Du hast ja ein bisschen du, mein Bruder hat mitgeschnitten, so ist nicht. Ja, ich finde nur, du könntest dann mal öfters kochen, ne? Oh ja. Oh ja. Alles klar, an der Stand. Gut. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Checkt gerne den Link zur Podcast-Tags aus. Dankeschön an Erik und an das Neobiota nochmal für die Rezepte. Ganz wichtig, wir haben alle Corona. Macht's gut, ciao.